Launch zeige ich euch heute, wie man auf Basis von OpenTX gespeicherten Logdateien in euer HD-Bild Telemetrieinformationen einblenden kann, so wie man das auch im Live-Bild auf dem DVR hat. Das Ganze natürlich von der Qualität 1000-mal besser in HD. Ihr könnt das komplett frei konfigurieren. Dazu benutze ich die kostenlose Software Dashware. Und Basis für diese Visualisierung der Telemetriedaten sind natürlich Telemetriedaten, die ich über Betaflight oder iNav per Rückkanal auf meine Fernsteuerung übertrage. Das geht ja mit FryScy oder zum Beispiel auch mit Crossfire, die diese Telemetriedaten übertragen. Und da ist dann zum Beispiel die GPS-Geschwindigkeit dabei, da sind die Koordinaten dabei, da ist zum Beispiel die Höhe dabei, alles Mögliche wird dort übertragen. Ihr müsst nur sicherstellen, dass diese Informationen auch auf eurer Fernsteuerung gespeichert werden, wenn ihr fliegt. Und das zeige ich euch jetzt hier im ersten Schritt. Dazu habe ich meine Compagnon-Software aufgerufen. Dort gehe ich jetzt auf ein Modell von mir, das ist zum Beispiel der Nano Talon. Und bei diesem Modell ist es so, dass ich als erstes schaue, Telemetriedaten werden übertragen. Das heißt, hier sehe ich die ganzen Sensoren, was da so alles dabei ist, zum Beispiel auch die Spannung. Da habe ich die Ausrichtung, also im Kompass, die GPS-Geschwindigkeit, die Höhe, die GPS-Koordinaten, Satelliten und so weiter. Also da gibt es, je nachdem, was ihr für einen Empfänger habt, was der kann, was für eine Flugsteuerung habt, ob Betaflight oder iNav, kann es sein, dass da unterschiedliche Sensordaten übertragen werden. So, im nächsten Schritt muss ich sicherstellen, dass das Ganze jedes Mal, wenn ich fliege, auch aufgezeichnet wird. Dafür gibt es eine Spezialfunktion, die ich mit definiert habe, und die ist SD-Logs bezeichnet mit 0,5. Heißt, alle halbe Sekunde wird ein kompletter Satz Daten auf der Speicherkarte in einer CSV-Datei gespeichert. Und das ist jedes Mal pro Flugsession. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gearmt habe, startet die Aufzeichnung. Und das mache ich hier über diesen logischen Schalter. Wenn der in der Mitte ist oder nach unten geschaltet ist, startet dieser logische Schalter und diese Aufnahme der Telemetriedaten findet statt. Das Ganze ist dann so, dass ich diese Daten hier auf der Speicherkarte habe, und dazu öffne ich einmal die Logdatei, und im Verzeichnis Logs eurer Speicherkarte findet ihr quasi für jedes Modell, was ihr gespeichert habt, die Telemetriedaten aufgezeichnet. Und das macht er pro Tag. Das heißt, wenn ich jetzt meinen letzten Flug nehme vom Nano Talon, das ist der diese Datei, sind dort 4 Flüge, sogenannte Sessions, verzeichnet. Ihr seht auf der linken Seite auch die kompletten Felder, die verfügbar sind, die übertragen worden sind. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auch die Stickposition rauslesen, theoretisch auch visualisieren. So, hier seht ihr quasi die ganzen Daten. Für mich nur relevant ist die letzte Session, die ich geflogen bin, mit 13,53 Minuten. Und die möchte ich mir jetzt einmal abspeichern, weil diese Daten muss ich nochmal aufbereiten, bevor ich sie dann mit der Dashware-Software benutzen kann. Also ich speichere mir das Ganze hier einmal. Dazu schreibe ich das Ganze mal auf den Desktop, sage Speichern. So, er hat also quasi nur die Daten von dieser einen Session hat er aufgezeichnet und ich kann sie damit benutzen. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe von Google Tabellen und einem Skript diese Daten so aufbereiten könnt, dass ihr in Dashware weniger Aufwand habt. Also ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, wie ich diesen Workflow leichter gestalten kann. Ich zeige euch jetzt einfach meinen. Ihr könnt es natürlich auch anders machen. Ihr könnt das auch von Hand formatieren, zum Beispiel in Excel und so weiter. Hier ist quasi mein Weg, den ich euch jetzt zeige. So, ich habe hier einmal Google Docs oder dieses Tabellen-Öffnen geöffnet. Das ist kostenlos, ihr braucht dafür nur eine Google-E-Mail-Adresse. Ich tue jetzt als erstes mal importieren diese CSV-Datei. Das mache ich hier über Hochladen.
wähle die Datei aus. So, das ist auf dem Desktop, habe ich die mir abgelegt. So, er soll mir eine neue Tabelle erstellen. Er soll automatisch erkennen. Und das war's. So. Jetzt gehe ich hier einmal auf Öffnen und sehe jetzt hier meine kompletten Informationen. Für die Software Dashware ist es wichtig, dass diese Tabellenspalten richtig benannt sind, in der richtigen Reihenfolge benannt sind, damit ihr quasi ein automatisches Mapping durchführen könnt für die Visualisierung. Das genau dieses Mapping erkläre ich später nochmal bei der Dashware-Software. Ich zeige euch jetzt quasi nur, wie ich auf Basis eines Skriptes, was ich hier einfüge in diese Google-Tabellen-Software, das automatisiert umforme. Genau, dieses Skript stelle ich euch auch unten in der Beschreibung zur Verfügung. Wer ein bisschen Ahnung hat, das Ganze ist ein JavaScript. Ich erkläre es gleich mal hier genauer. So, um die automatische Umformung durchzuführen der Daten, gehe ich einmal auf Tools, Skripteditor. Und dieser Skripteditor ist quasi eine Programmierung von Google Tabellen. So, ich kopiere jetzt einmal mein fertiges Skript rein. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie das Skript funktioniert. Und dazu gehe ich auf die Speichern-Funktion. Also nachdem ich das hier gespeichert habe, nenne das hier Import meinetwegen. Und dieses Skript hat zwei Funktionen. Das erste ist die Umformatierung und die zweite ist das Kalkulieren der zurückgelegten Distanz. Das ist eine Funktion, die ich zusätzlich eingefügt habe, die vorher nicht, ja, oder die im Standard nicht vorhanden ist in Dashware, die zurückgelegte Distanz auf Basis der Berechnung der GPS-Koordinaten vom Startpunkt. So, das mache ich, indem ich hier erstmal das OpenTX Import ausführe und ihr kriegt als erstes eine Warnung, dass ihr quasi eurem Skript erlauben müsst, dass es auf eure Tabelle, die ihr habt, zugreifen darf. So, ihr seht, er hat jetzt die Umformatierung durchgeführt. So, das heißt, im ersten Schritt, damit das Ganze funktioniert, müssen wir eine leere Zeile hinzufügen. Dort hinterlegen wir einen Namen. Diese Zeile, weil er die Überschriften in der zweiten Zeile erwartet, müssen halt quasi eine leere Zeile oben drin haben. Er liest nur ab der zweiten Zeile die Daten aus. So, dann ist es so, dass er die Date-Spalte löscht, die wird nicht benötigt. Ihr habt die Zeitspalte, die drin bleibt, die könnt ihr auswerten. Dann hat er aus der, schade, aktualisiert er jetzt gerade, aus der GPS-Spalte Latitude und Longitude getrennt die Information und hat hier eine Spalte hinzugefügt, Current Distance. Des Weiteren hat er die Spalte Alt-M, die Höhe angibt, hat er umbenannt in Elevation. Das erwartet Dashware. Also dort in dieser Spalte sucht er nach der Information für die Höhe. Und ich habe noch die Spalte GPS-Geschwindigkeit umbenannt in Speed. Auch hier sucht er nach genau diesem Namen beim Import. Deswegen ist das hier an dieser Stelle wichtig. So, ihr seht, bei mir ist jetzt noch diese Spalte hinzugekommen, Current Distance. Diese benutze ich in einem, ja, eigenen
ja, Anzeigetool, Anzeigepart, um die zurückgelegte Distanz zu berechnen. Und hier muss ich jetzt quasi noch die zweite Berechnung ausführen. Das ist die zweite Funktion, die nennt sich Calculate Distance. Und das ist dieser untere Teil. Das ist so eine mathematische Rechnung auf Basis der Daten aus der ersten Zeile. So, das mache ich jetzt hier nochmal. Und wähle das aus und dann hier einfach über diesen Play-Button wird das ausgeführt. So, und hier seht ihr dann, wie weit ich dann jeweils weggeflogen bin vom Startpunkt aus. Diese Informationen auch wieder super zum Anzeigen in der Dashware-App. So, wenn ihr diese Datei habt, habt ihr im Endeffekt die richtigen Informationen zusammen und auch richtig formatiert. Das hilft euch dabei beim Importieren, das automatisch auf diese Module in der Dashware-Software hinzuzufügen. Genau. So, ihr exportiert jetzt quasi wieder diese Datei und habt sie, so, ich brauche das hier wieder als Komma getrennte CSV-Datei und speichere mir die dann entsprechend an einem Ort ab, wo ich sie dann bei der Dashware-Software importiere. Den Link zu der Software, mit dem ihr die Overlays einblenden könnt in das Videomaterial, beziehungsweise die ganze Magic, ist diese Dashware-Software, die es mittlerweile kostenlos gibt. Könnt ihr einfach kostenlos runterladen. Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr sie installiert habt, startet sie ganz normal. Und sieht ein bisschen altbacken aus, die Software. Sie hat auch ihre Probleme, in Anführungszeichen. Also manchmal hilft auch einfach Speichern und Neustarten. Anfangen tut ihr immer über File, New Project. Und ihr könnt auch Projekt-Templates speichern. Das heißt, wie dort sind alle Elemente dann fertig konfiguriert. Fertig sortiert mit Logo und so weiter, habe ich hier auch mal gemacht für mich. Das stelle ich euch dann auch zur Verfügung, weil das passend natürlich auch ist für diese CSV-Datei, die ihr vorhin heruntergeladen habt. Und könnt das als Ausgangspunkt nutzen, um euer eigenes Dashware-Projekt zu speichern und abzulegen. So, ich nenne das jetzt mal Nanotalon. Video. So, und benutze mein OpenTX Template, was ich erstellt habe. So, ihr seht, ganz viele Elemente sind jetzt schon fertig eingebunden hier auf dieser Oberfläche. Das ist zum Beispiel mein Logo, die Charts. Und ihr könnt diese Elemente frei positionieren, wenn ihr das wollt. Ihr könnt sie austauschen bzw. anpassen. Dafür geht ihr auf dieses Edit. So, und dann habe ich hier quasi die Komponenten, aus denen dieses Element besteht. Ich glaube jetzt, das ist hier das Image, genau. Und da kann ich jetzt zum Beispiel hier ein anderes Bild benutzen. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier haben. Genau, ich wollte hier, also ich suche mir jetzt ein anderes Bild aus. So, und dann seht ihr hier, er hat das quasi dann auch, ich sag mal, schon skaliert. Das ist natürlich manchmal ein bisschen doof. Aber ihr könnt das hier auch dann anpassen. So, okay. Also, ich möchte das meinetwegen hier drin haben. Mit den Werten, dass das gleichmäßig skaliert wird. Ich muss jetzt mal gucken, genau, wenn ihr auf Control klickt, dann ist das von den Dimensionen nicht verzerrt beim größer-kleiner ziehen. So, und der äußere Rahmen ist quasi der Bereich, der dann das Element beschreibt. So, jetzt mache ich mal hier. Möchte ich speichern, ja. Und jetzt hat er mir quasi hier einmal das Logo ausgetauscht. So könnt ihr hier auch viele andere Dinge bearbeiten. Also die bestehen immer aus verschiedenen Bereichen. Ihr findet auch hier in dieser Toolbox viele weitere Beispiele.
Wichtig ist nur, dort sind gegebenenfalls Werte schon gemappt, die ihr nicht habt. Und die müsst ihr dann gegebenenfalls anpassen bzw. umformen. Und diese Umformung passiert in den sogenannten Data-Profilen. Und ich habe hier auch mir eins erstellt, was auf Basis meiner CSV-Datei, die ich dort habe, die Daten so umformt, dass sie im Endeffekt für meine Elemente, die ich dort anzeige, die Daten richtig aufbereitet anzeigen. Und da werden so Dinge gemacht, wie aus den Meter pro Sekunde Informationen wird dann die Geschwindigkeit umgerechnet in kmh oder die Distanz wird berechnet von den GPS-Daten und, und. Also hier passiert quasi die Mathematik hinter den Anzeigen und ist auch mit der komplexeste Teil. Ich lege euch dieses Datenprofil hier passend zu meiner CSV-Datei natürlich als Download ab und ihr könnt die dann ganz normal benutzen. So, und so, dann, was brauchen wir denn noch? Genau, dieses Datenprofil gibt es dann und in eurem Projekt startet ihr immer auf Basis eines Videos. Ich nehme jetzt mal den ersten Teil von meinem Flug hier. Das kann ruhig unterschiedlich sein zu den Daten. Ihr mappt das dann später noch oder synchronisiert das Ganze. Also ich nehme mal hier den ersten Teil von meinem Video. So, ihr seht, da ist Flug mit dabei. Daten aktualisieren sich noch nicht. So, im nächsten Schritt nehme ich jetzt das Datenfile hier rechts und öffne jetzt meine CSV-Datei, die ich heruntergeladen habe, die umformatiert worden ist und die Daten richtig enthält. So, und wichtig hier dann das richtige Datenprofil zu benutzen. Also das ist hier mein Dashware.txt-Import. Mit dem ist es mir dann möglich, die Informationen aus der CSV-Datei so umzuformen, dass sie für diese Elemente richtig benutzt werden. So, und ihr seht, er hat jetzt quasi alle Informationen aktualisiert. Hier kann ich jetzt mal durchgehen. Ihr seht, die Geschwindigkeit ändert sich, die zurückgelegte Distanz, die Höhe, die Spannung und so weiter. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass dieses Log natürlich erst zum Zeitpunkt des Abends gestartet ist. Das Video läuft aber schon vorher. So, wie könnt ihr das jetzt synchronisieren, dass quasi die Anzeige passend ist zu dem Video, indem ihr auf diesen Synchronization-Tab geht und hier am besten einmal reinzoomt und im ersten Schritt einfach mal hier dieses Sync with Video deaktiviert. So, jetzt könnt ihr quasi die Telemetriedaten verändern. Am besten sucht ihr euch jetzt eine markante Stelle im Video aus, meinetwegen, wo ich starte. So, man hört es am Sound. So, also hier. Kann ich fein zurückgehen. So, ich würde mal sagen, hier beginnt quasi der Start und ab diesem Zeitpunkt sollte er im Endeffekt auch den Tacho dann anzeigen und ich kann das jetzt hier, indem ich hier das Ganze so weit zurückdrehe und wieder vormache. So, hier sollte er dann quasi schnell beschleunigen. So, sagen wir mal hier, das sind die 3 km/h. Und wenn ich diesen Sync hergestellt habe, mache ich erstmal wieder Sync with Video. Und das heißt, wenn ich hier auf Play drücke, spielt er auch die in gleicher Geschwindigkeit die Telemetriedaten ab. So, seht, wie die sich verändern. Und ihr müsst halt dann einmal kontrollieren, ob denn das, was ihr seht, von den Telemetriedaten auch zu dem Video passt. Also wir drehen jetzt nach rechts. Der Kompass sollte auch drehen. Ja, er macht es. Und auch in der Map-Ansicht solltet ihr sehen, wie ihr ja, im Endeffekt die Kreise oder die Kurven anfangen zu fliegen.
So, gucken noch mal ein bisschen weiter. So, jetzt müssten wir quasi in eine Linkskurve langsam gehen. Ja. Genau. Ihr habt das nicht, ich sag mal, nicht absolut super genau. Ihr müsst überlegen, ihr habt alle halbe Sekunde nur die Informationen drin. Entsprechend kann es sein, dass es nicht auf den Frame genau passt. Allerdings fällt das in der Regel nicht auf. Ne? Also ihr seht hier, wie die Informationen sich verändern. Hier mit knapp 90 km/h, das ist dann hier auch schon mit Rückenwind. Ihr seht die Distanz, die zurückgelegte Strecke hier auch schon. Spannung, Stromstärke. Und jetzt, wenn es euch interessiert und ihr sagt, okay, zum Beispiel, also ich habe mir jetzt vielleicht hier so ein Element rausgenommen, ich nehme jetzt mal hier diesen Chart und ich möchte, dass der bei dem Chart, jetzt gehe ich mal gerade rein, zeigt er mir die Höhe an. Ich möchte aber vielleicht anstatt der Höhe, möchte ich gern die aktuelle Distanz zum Startpunkt angezeigt haben. So, dann macht er hier eine Kurve, also ich wähle hier einfach eine andere Spalte aus, wo er die Daten herziehen soll. Und jetzt sehe ich ja quasi die Distanz, die sich halt immer wieder ändert. Und ich möchte jetzt vielleicht auch noch anpassen, wie das benannt ist. So, dann gehe ich einfach auf das Element, sage hier Distanz. Kann das natürlich auch auf Deutsch schreiben oder hier auf Englisch. Und kann so quasi diese Elemente anpassen. So, jetzt gucken wir mal, was es hier alles gibt. Chart, das Rectangle. Und kann hier natürlich auch die Farben ändern und so weiter. Also man kann sich da wirklich frei austoben, auch eigene Elemente erstellen. Die basieren alle auf bestimmten Grundtypen und sind dann entsprechend angepasst und dann halt in dieser Toolbox hinterlegt. Genau, ich kann jetzt nochmal die X-Achse zeigen und ich könnte jetzt sagen, anstatt hier die Sekunden zu haben, könnte ich sagen, die Distanz in Kilometer und die Y-Achse würde jetzt was auch immer sein. Macht hier gerade keinen Sinn, aber dann bleiben wir mal bei Sekunden. Also er skaliert das automatisch und wir können jetzt hier auch noch sagen, wir möchten das Ganze im Blau haben. So zum Beispiel. So, ich speichere das jetzt. Er ändert das Ganze jetzt nur innerhalb meines Projektes. Wenn ihr das in der Projektvorlage drin haben wollt, müsstet ihr quasi eure Projektvorlage editieren, beziehungsweise dieses Element dann auch einfach in die exportieren. Ne? So werde ich das dann hier auch machen. Und dort ist dann quasi alles konfiguriert, was notwendig ist. Was auch ganz witzig ist, ihr könntet jetzt hier auch auf diese Karte könntet ihr auch im Hintergrund einen Google Maps Screenshot legen, damit man zum Beispiel diese abgeflogene Strecke auch zuordnen kann zu einer Karte. Ist ein bisschen knifflig dann zum Einrichten, weil man dann natürlich auch sehen muss, von der Skalierung bin ich über diesen Positionen. Das ist sehr viel Handarbeit, da habe ich mich auch noch nicht dran gewagt, aber könnte man theoretisch machen. Das ist quasi hier dann dieses Overlay. Und wie gesagt, alles das, was theoretisch an Telemetriedaten rüberkommt, könnt ihr verwenden, gegebenenfalls hier auch ein kleines Modell visualisieren, was dann die Bewegung anzeigt, solche Dinge. Probiert es aus, wenn ihr was Cooles habt, schreibt mal rein, wenn ihr da eigene Gorgeous Elemente entwickelt habt.
die cool funktionieren auf Basis der Daten, die wir haben. Postet das ruhig mal rein, teilt das mit anderen, das ist cool. So, von daher jetzt erstmal das Video. Ihr könnt hier über diese Endpunkte, könnt ihr dann auch noch bestimmen, wie lang das Video oder ob ihr das quasi schon vorgeschnitten haben wollt, um es dann später vielleicht nochmal in einer Videoeditierung oder so zu bearbeiten. Theoretisch könnt ihr jetzt hergehen, das Video exportieren und das macht ihr über Create Video und hier könnt ihr dann festlegen, welche Daten ihr haben wollt. Er übernimmt hier aktuell die Daten direkt aus dem Video erstmal, das heißt, er lässt alles gleich. Der Encoder bleibt hier auch gleich und dann könnt ihr das encoden. Das Encoden dauert sehr, sehr lange. Also das kann durchaus, ich sag mal, das Zehnfache des Videos sein, weil er natürlich diese ganzen Elemente rendern muss und das dauert. Das dauert richtig lange. Ich denke mal, es liegt auch ein bisschen am Rechner. Aber rechnet mal bei so einem 5-Minuten-Video vielleicht mit einer Stunde Renderzeit, bis er diese ganzen Elemente tatsächlich erstellt hat. Soweit hoffentlich erstmal die Grundlagen erklärt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich zeige euch jetzt noch im letzten Schritt, wie ihr diese Vorlagen, die ich euch als Download bereitstelle, importieren könnt. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare, ich mache vielleicht auch nochmal ein zweites Video mit den Fragen dazu und erkläre einzelne Sachen. Aber ich denke mal, hier zum ersten Starten mit der Software sollte das hoffentlich genügen. Also vielen Dank, hinterlasst mir bitte ein Like, ein Abo oder was auch immer, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, tschüss! So, jetzt noch ganz kurz, wie versprochen, die Anleitung, wie ihr die Templates bzw. das Datenprofil hinzufügen könnt. Dazu geht ihr auf eurem Windows-PC, lokaler Datenträger, Benutzer, euer Benutzername, Dokumente, also der Dokumente-Ordner, ganz normal. Und dort gibt es einen Ordner Dashware. Und hier gibt es einmal das Datenprofil, das sind lauter XML-Files. Dort kopiert ihr aus der ZIP-Datei diese einzelne XML-Datei und dann in den Templates-Ordner kopiert ihr bitte diesen OpenTX-Template bei SnappyFPV-Ordner mit rein. Dort sind alle Elemente drin, die ihr benötigt. Und dann könnt ihr, wenn ihr Dashware startet, diese Datenprofile bzw. diese Vorlagen benutzen, also neues Projekt und wählt hier das Projekt-Template aus, OpenTX-Template bei SnappyFPV, vergibt euren Namen, zum Beispiel, und als Datenprofil habt ihr dann auch das passende Datenprofil hier mit drin, das hier bei SnappyFPV. Genau. So, also damit könnt ihr quasi dann loslegen auf Basis der umformatierten Datei, die ihr vorhin erstellt habt.